Schlichtung von Streitigkeiten, ganz was Wichtiges. Das Vereinsgesetz sagt, dass für die Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis, das muss ich regeln in den Statuten, wie das läuft. Denn, das ist die Idee des neuen, von ist es nicht mehr, 2002, Vereinsgesetzes, die Gerichte wollen sich frei halten von den Vereinsstreitigkeiten. Die sagen, bitte macht euch das selber aus. Ja? Das heißt, ich muss zuerst einmal durch diese Instanz, die mir die Statuten vorgeschrieben haben, durch. Und dann kann ich zu den staatlichen Gerichten gehen. Wie diese vereinsinterne Instanz ausschaut, ist egal. Ja? Also in aller Regel habe ich, aber da kommen wir noch dazu, ein Schiedsgericht, wo die Statuten sagen, wie das beschickt wird. Ich kann auch sagen, Streitigkeiten entscheidet die Generalversammlung, was nicht so gescheit ist, das in die Generalversammlung zu tragen in aller Regel, weil das, da reißt sich Gräben und Fronten auf, das würde ich nicht empfehlen. Aber es muss geregelt sein. Wir kommen aber im Detail noch dazu. Ja, und dann müssen die Statuten noch sagen, wie läuft die Auflösung, das heißt, wer beschließt die Auflösung, mit welchen Mehrheiten und was geschieht dann mit dem Vereinsvermögen. Da sind wir wieder beim Stichwort Gemeinnützigkeit. Wenn der Verein für sich Gemeinnützigkeit beansprucht, und die Gemeinnützigkeit steht ja auf zwei Säulen. Einerseits müssen die Statuten die Anforderungen der Gemeinnützigkeit erfüllen und andererseits muss die tatsächliche Geschäftsführung dann auch gemeinnützig sein. Also nur die Statuten schöne Worte reinschreiben wird nicht reichen. Aber was wesentlich ist, dass in der Auflösungsbestimmung steht, was mit dem Vereinsvermögen zu geschehen hat im Fall der Auflösung. Da gibt es den Grundsatz der Vermögensbindung, aber nur im Bereich der Gemeinnützigkeit. Da muss also stehen, im Fall der Auflösung oder im Fall des Wegfalls des begünstigten Zwecks, also der Verein wird zwar nicht aufgelöst, aber macht jetzt was anderes. Naja, Umwandlung klingt so nach Rechtsform Umwandlung, das ist nicht möglich. Aber er kann die Statuten ändern und der bisher gemeinnützige Zweck tritt in den Hintergrund oder fällt weg und er macht jetzt was nicht mehr gemeinnützig ist. Ja, das geht. Es muss nur das Vermögen des Vereins, das ja bisher gebunden war, gemeinnützig, weiterhin dieser Bindung unterliegen. Das heißt, ich muss es dann einem gemeinnützigen Zweck zuführen. Und das muss in dieser letzten Statutenbestimmung drinnen stehen. So, Statutenänderungen funktionieren wie eine Gründung. Eine Gründung funktioniert so, dass ich Statuten einreiche und die Behörde 4 Wochen Zeit hat, zu sagen, was ihr nicht passt. Hat sich binnen 4 Wochen sich nicht geäußert, gilt das als okay. Genauso ist es bei Statutenänderungen. Worüber wir also jetzt gesprochen haben, ist der notwendige Statuteninhalt. Also diese Checklist sozusagen des Vereinsgesetzes muss abgearbeitet werden. Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch einen zweckmäßigen Statuteninhalt. Also was ich sinnvollerweise hineinschreiben kann. Ja, was ich hier noch stehen habe, woran ich mich jetzt erinnere. Die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Organen, da sagt das Vereinsgesetz nicht viel dazu. Natürlich, für gewisse Dinge ist die Generalversammlung oder Mitgliederversammlung zuständig. Für Statutenänderungen und für Wahlen. Und der Vorstand schupft den Laden sozusagen. Aber jetzt kann ich den Vorstand an der ganz langen Leine lassen oder ich kann diese Leine, an der der Vorstand ist, etwas verkürzen. Das heißt, ich kann gewisse Dinge, die normalerweise der Vorstand entscheidet, in die Mitgliederversammlung verlagern. Ich kann also zum Beispiel sagen, Ausgaben über xxx Euro bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Kann ich sagen. Oder
Ich kann sagen, der Vorstand muss ein Budget vorlegen, die Mitgliederversammlung beschließt dieses Budget und Abweichungen von mehr als 5% innerhalb einzelner Budgetposten bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung. Kann ich machen. Ich kann Mitgliederaufnahmen, das ist normalerweise der Job des Vorstands, in die Mitgliederversammlung verlegen. Dass die sagen, also wir sind so wenige, uns ist wichtig, dass wir alle Mitsprache haben, wer da noch dazukommt. Also solche Dinge kann man überlegen. Und da sagt das Vereinsgesetz gar nichts. Das ist fließend. Ich kann alle möglichen Kompetenzen vom Vorstand in die Mitgliederversammlung verlegen oder jetzt analog zu Kapitalgesellschaften. Ich installiere ein Aufsichtsorgan und mache dieses Aufsichtsorgan auch zu einem Zustimmungsorgan. Das ist klassisch bei der Aktiengesellschaft etwa oder auch bei der GmbH, dass gewisse Dinge aufsichtsratspflichtig werden. Aufsichtsratspflichtige Geschäfte kennen wir aus den Kapitalgesellschaften. Sowas kann ein Verein auch machen. Ich kann also zum Beispiel sagen, Investitionen über 30.000 Euro brauchen die Zustimmung zusätzlich vom Aufsichtsorgan. Kann ich machen. Alles möglich. Also das sind Dinge, über die man nachdenken sollte und die man natürlich auch nachträglich immer noch ändern kann. Zum Beispiel, zweckmäßig auch, ich hatte es vorher erwähnt, Einsichtsrecht der Mitglieder. Was kriegt ihr an Informationen? Kann sinnvoll sein. So, jetzt reden wir über das interessante Kapitel der Verein als Unternehmer. So, passieren wir einen Baum auf unserer Straße und kommen zu den einzelnen Punkten. Also, was darf der Verein? Der Verein ist laut gesetzlicher Definition nicht auf Gewinn berechnet. Der Verein ist ein Idealverein. Früher gab es auch noch den Gegenpol, nämlich den wirtschaftlichen Verein. Das waren also Vereine, die ganz explizit eine kommerzielle Zielrichtung hatten. Gibt es nicht mehr. Also das war das Vereinspatent aus dem Jahr 1852 und wurde mit dem Bundesrechtsbereinigungsgesetz, ungefähr um 2000 herum war das, glaube ich, das war ein Gesetz, das den heroischen Anspruch hatte, alle Gesetze, die man nimmer mehr braucht, für morgen weg damit. Und das Vereinspatent war ein so ein Gesetz, das man nicht mehr braucht. Es gibt aber noch wirtschaftliche Vereine, die nach dem Vereinspatent 1852 gegründet wurden. Das Raimundtheater in Wien ist ein solches, aber viele gibt es nicht mehr. Die sind sozusagen Auslaufmodelle. Jetzt hat man ihnen die gesetzliche Grundlage quasi unter den Hintern weggezogen, aber es gibt sie immer noch. Nur gesetzliche Grundlage haben es keine mehr, aber man kann auch ohne gesetzliche Grundlage leben. So, es gibt also nur mehr den Idealverein. Nicht auf Gewinn berechnet. Was heißt das? Das heißt zwei Dinge. Erstens, er selbst darf nicht darauf angelegt sein, Gewinn zu machen. Und zweitens, er darf nicht darauf angelegt sein, Gewinne an seine Mitglieder auszuschütten. Also Gewinnausschüttung an Mitglieder ist ein No-Go, nicht nur im Gemeinnützigkeitsbereich, tut schon gar nicht, aber auch überhaupt. Also der Sportverein ist ja nicht so, dass jemand für die Mitglieder spart, sondern es sparen ja die Mitglieder. Und das Ersparte wird dann in aller Regel in, glaube ich, gebratene Ganseln umgesetzt oder so. Aber der Witz des Sparvereins ist ja meistens, dass der Sparverein für die gesammelten Einlagen bei der örtlichen Raiffeisenkasse oder wo auch immer bessere Konditionen herausholt. Ich glaube, das gelingt heutzutage nicht einmal mehr Sparvereinen. Aber das war, glaube ich, der ursprüngliche Gedanke. Ja? Aber da werden keine Gewinne an die Mitglieder ausgeschüttet. Aber den Gedanken fortsetzend, was schon erlaubt ist, ist Kosten für Mitglieder zu reduzieren. Also ich kann einen Verein gründen und der Verein schindet bei irgendwelchen Unternehmern Sonderkonditionen für seine Mitglieder heraus. Genauso wie es Einkaufsgenossenschaften gibt, deren Sinn ja ist, dass für die Mitglieder billiger eingekauft wird. Ich kann das auch auf Vereinsbasis herstellen. Das ist kein Problem.
unterm Strich wirtschaftlich kommt dasselbe raus. Ob ich jetzt pro Jahr ein Hunderter an Gewinn ausschütte oder jedes Mitglied erspart sich ein Hunderter, ist wirtschaftlich dasselbe, aber das geht. Ja? Also judiziert wurde zum Beispiel schon vor geraumer Zeit vom Verfassungsgerichtshof, als solche Fragen noch in Diskussion waren, die Geschichte der, glaube ich, Vorarlberger Rechenzentren. Der Fall der Vorarlberger Rechenzentren. Mehrere Gemeinden in Vorarlberg hatten sich zu einem Verein zusammengeschlossen und dieser Verein betrieb ein Rechenzentrum. In diesem Rechenzentrum wurden Rechendienstleistungen für die Gemeinden erbracht. Jede Einzelne hätte sich das nicht leisten können, aber gemeinsam hatten sie entsprechende Kostenvorteile und das ging. Und das war aber damals die Debatte, ja geht das denn? Das ist ja wirtschaftliche Zielsetzung letztlich. Und der Verfassungsgerichtshof, der immer da eine sehr liberale Rechtsprechung vertreten hatte, hat gesagt, ja, das geht. Das bringen wir immer noch unter der ideellen Zielsetzung unter. Also Ersparnis für die Mitglieder geht auch noch als ideelle Zielsetzung. Geht. Ja? So. Was aber andererseits gar nicht geht, ist, wenn der Verein nichts anderes als der Deckmantel für die versteckte Erwerbstätigkeit der Mitglieder ist. Also drei Hirseln schließen an irgendeinen Verein, hier in meinem Skriptum steht es zur Erforschung der Heilkräfte der Natur, gründen eine Kreislerei, wo die Naturkräfte erforscht werden, nehmen Geld ein und das Geld, das übrig bleibt, da legen sie dann Honorarnoten für Consulting oder ich weiß nicht was. Ja. Also das geht nicht. Der Finanz ist es ziemlich wurscht. Für die Finanz zählt, ob Einkommen versteuert wird, ja oder nein. Ob das jetzt ein Verein versteuert oder ob das die das durch den Verein dann kriegen, in ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung drinnen haben, oder ob das eine GmbH versteuert, ist der Finanz gleichgültig. Nicht gleichgültig ist der Finanz das Thema gemeinnützig. Also wenn ein Verein beansprucht, gemeinnützig zu sein, da sind sie dann schon dahinter. Und wenn es dann eine Steuerprüfung gibt und es stellt sich heraus, die Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit lagen nicht vor, nur dann kann es zu Steuernachzahlungen kommen. Und dann sind wir beim Lieblingsthema Haftung. Weil dann kann es zu einer Haftung des Vorstands kommen, weil in der Bundesabgabenordnung explizit von einer Haftung der vertretungsbefugten Mitglieder des Vorstands einer juristischen Person die Rede ist, wenn diese Steuern und öffentlichen Abgaben aufgrund einer Pflichtverletzung nicht abgeführt wurden. Also Pflichtverletzung kommt dazu. Es wird Sie nicht wundern, dass das eher großzügig interpretiert wird, was Pflichtverletzung ist. Aber sich als gemeinnützig zu gerieren, es dann nicht sein, auf diese Weise Steuervorteile in Anspruch nehmen, von denen sich rückwirkend herausstellt, die standen mir nicht zu, das gibt Steuernachzahlungen, blöd, wenn dann der Verein kein Geld mehr hat. Dann hängt der Vorstand, aber auch nur die Vertretungsbefugten, drinnen. Ja? Aber das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich eine gesetzliche Haftung des Leitungsorgans drinstehen habe. So, ja, das Stichwort Konsumentenschutzgesetz ist insofern ein interessantes, wenn der Verein unternehmerisch tätig ist, was er ja darf, dann ist natürlich auf das Verhältnis des Vereins zu seinen Kunden das KGG anwendbar. Aber der Witz mit dem KGG ist noch ein anderer. Ja, der Verein kann seinen eigenen Mitgliedern als Unternehmer gegenübertreten. Denken Sie an einen Fitnesscenter, das in Vereinsform organisiert ist und die Mitglieder sind gleichzeitig dort Kunden. Dann findet das KGG Anwendung auf das Verhältnis zu den Mitgliedern, wenn diese Mitglieder zwar Mitgliedsbeiträge zahlen,
aber ihnen nur eingeschränkte Mitgliedsrechte zustehen. Das wird der Normalfall sein, wenn ein Fitnesscenter als Verein organisiert ist, werden die, die dort am Abend schwitzend ihre Übungen vollführen, sicherlich nie eine Einladung zu einer Generalversammlung kriegen. Also die sind sicherlich nur außerordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Das heißt, ihnen stehen nur eingeschränkte Mitgliedschaftsrechte zu. Mitgliedsbeitrag wird aber zahlt. Daher explizit laut Gesetz Anwendung des KGG auf das Verhältnis zwischen Verein und Mitgliedern. Ja?